Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich tat meine Pflicht und das Leben war Freude. Sich der eigenen Geschichte, sich seines Lebens so bewusst zu werden und die Möglichkeiten darin erkennen, hat mit der Verantwortung für die eigene Freiheit zu tun. Das, was wir wollen, ist, den technischen Fortschritt mit Leben zu füllen, ihm mit unserem Tun eine Seele zu geben. Es ist 50 Jahre her, seitdem wir, Rode und Schwarz, in Teisnach angekommen sind. Es war die Idee, an einem Ort heimisch zu werden, dort eine Arbeitsstätte zu schaffen, wo Menschen bereit und in der Lage sind, den für ein Unternehmen wichtigsten Wert zu schaffen, der mit nichts sonst zu vergleichen ist. Eine lebendige Gemeinschaft, die von Generation zu Generation Neues bewirkt. Rode und Schwarz ist ein Familienunternehmen. Das wissen die Menschen in Teisnach und das spüren unsere Kunden in aller Welt. Was hier jede und jeder Einzelne schafft, wie wir uns entfalten, gibt Menschen in aller Welt die Möglichkeit, besser und sicherer miteinander in Verbindung zu treten. Den Stein weiter werfen. Fortschritt lebt von einer Kultur des Vorausdenkens. Wer sich weitsichtig vorwärts bewegt, wird dort sein, wo die Zukunft passiert. Es gab auf der Zugfahrt zur Einweihung des Werkes in Teisnach eine spontane Idee, eine Wette. Ich werde es schaffen, obwohl ich schon mit dem Zug fahre, noch vor dem Zug da zu sein. Für den Erfolg der Wette war eines wichtig: die klare Vision, schneller sein zu wollen als alle anderen. Das ging damals nur durch Aussteigen und sich selbst mit dem eigenen Wagen auf den Weg zu machen. Schon da zu sein, bevor der Zug herbeirollt, um dann gemeinsam mit allen den Fortschritt zu begrüßen und zu feiern. Dieses Vorwärtsdenken, die Bereitschaft, zum Wohl einer Sache mit anzupacken und auf den Punkt zu kommen, hat uns geprägt und erfolgreich gemacht. Wir leben in der Zeit. Sie ist wie ein Raum, den wir gemeinsam gestalten. Wir sind den Dingen niemals bloß ausgeliefert. Wir können Überflüssiges ablegen, das Sinnvolle stützen und zum Guten entwickeln. Das, was wir heute sind, was wir als unsere Wirklichkeit begreifen, ist das, was uns wichtig ist, welche Werte wir als Menschen, als Unternehmen, als Gemeinschaft leben. Die Vergangenheit kennen, die Gegenwart gestalten, die Zukunft im Blick. Wir machen Ideen wahr.